Ja, moin moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehen vom Leseschatz mal wieder eine Novität, die ich vorstellen möchte. Ein Buch, das, denke ich, aber auch polarisieren wird, beziehungsweise könnte. Es ist der neue Roman von Thomas Brussig. Thomas Brussig ist bekannt durch seine Romane Sonnenallee, Das gibt's in keiner Russendisco, sowie auch Helden wie wir. Er schreibt immer mit einem besonderen Sound, mit witzigen, skurrilsten Begebenheiten, aber immer sehr gesellschaftskritisch. Das ist dieser Roman auch. Aber er hat hier was gemacht, was heutzutage ziemlich häufiger wieder vorkommt, ist magischer Realismus. Das aber auch mit einer Leichtigkeit, mit einem gewissen Witz da drin auch, der eigentlich sehr, sehr viel Spaß macht. Ich muss gestehen, mit dem Buch hatte ich unglaublich viel Spaß, aber ich brauchte meine Zeit. Das heißt, ich habe so circa 50, 60, 70 Seiten gewesen, um auch wirklich mit dem Buch warm zu werden. Denn die Geschichte der Verwandlung, der Verwandelten, war anfänglich so für mich so nicht greifbar, beziehungsweise es hat mich nicht wirklich berührt. Das Tolle an dieser Geschichte fängt dann nämlich an, als die Verwandelten in der Gesellschaft akzeptiert sind, angekommen sind, dann wird es eine Gesellschaftskritik etc. Und es beginnt halt von zwei Teenagern, Aram und Phoebe, die eines Tages auf die wahnwitzige Idee kommen, etwas auszuprobieren, weil sie im Internet was gelesen haben, wie man sich in einen Waschbären verwandeln könnte. Das probieren sie einfach aus. Das Wort mit dem Wort gespielt, Waschbär, also Waschen und Bären. Dementsprechend hatte ein Komiker diese Idee und hat sie auf seine Homepage gestellt und die beiden haben es halt gelesen, setzen das in die Tat um, essen nun Beeren und gehen in die nächste Waschstraße und schmeißen die Maschinen an, und als dann dementsprechend sie aus der Waschstraße herauskommen, sind sie putzige kleine Waschbären. Sie, das Mädchen, kann sprechen, so auch, dass ihre Eltern sie verstehen. Aram hat ein bisschen mehr Pech. Er kann mit ihr zwar kommunizieren, kann auch sprechen, aber er kann zum Beispiel anfangs mit seinen Eltern nicht reden. Das ist so diese Ausgangssituation. Die Verwandelten müssen natürlich jetzt zu ihren Eltern zurückbeziehen, müssen mit der Situation klarkommen. Also sie hadern wenig eigentlich mit der Situation, weil sie jetzt auch diese tierischen Instinkte haben. Das heißt, sie nehmen alles viel leichter an, als es tatsächlich ist. Das ist zum Beispiel eine Idee des Buches, dass diese Verwandlung ja auch etwas Wunderbares sein könnten für die Entwicklung der Menschheit. Das heißt, es könnte für den Klimawandel nicht was Vordergründiges, was Gutes sein. Es ist vielleicht eine göttliche Fügung, ein Wunder, was auch immer. Aber es geht vorrangig auch um die Protagonisten jetzt drumherum. Die Eltern, die Psychologen, die Ärzte, die Medienberater. Ed Sheeran natürlich, der auch natürlich auftaucht, wer sonst. Und hier halt dementsprechend auch ein Medienrummel um die beiden Waschbären entstehen. Das ist der Witz des ganzen Buches. Also zum Beispiel die Eltern, wie sie halt aus der Verwandlung der Kinder Kapital ausschlagen möchten, aber natürlich auch erstmal besorgt sind, aber die Waschbären selber auch Waschbären sind, auch dementsprechend sich so benehmen und auch andere Triebe bzw. andere Bedürfnisse haben als damals als Menschen. Sie sind halt Menschen in Tiergestalt. Oder Tiere in Menschengestalt, das sei jetzt dem Leser überlassen. Also unglaublicher, witziger Roman, der aber, finde ich, Startschwierigkeiten bei mir jedenfalls hatte. Dann hat man aber sehr viel Spaß und liest das ziemlich rasant durch und hat immer wieder sehr viel zu lachen. Es ist eine tolle Gesellschaftskritik. Es ist kein Jugendbuch im herkömmlichen Sinne, was viele jetzt vermuten könnten, weil es halt um Waschbären geht. Aber es soll einfach etwas symbolisieren und dementsprechend wird man hier selber als Mensch an der Nase herumgeführt. Und also ein Buch, was polarisieren wird und kann, was wahrscheinlich jetzt viele Besprechungen noch bekommen wird. Mir hat es, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche allen, die mit dem Buch haben, genauso viel Spaß, wie ich es denn hatte. Also bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, beziehungsweise Leseschatz. Ciao!